Moin Leute und willkommen zu diesem neuen Gaming-Test-Video. Heute teste ich für euch Blockade 3D. Das Game, was ich selber gespielt habe und ihr seht ja, 21 Stunden habe ich schon am Stück gezockt. Naja, nicht am Stück, sondern insgesamt. Das letzte Mal war es der 3. Februar 2017, wann ich das gezockt habe. Und ihr seht, wie das aussieht. Das ist so eine Art Minecraft-Game, wo man rumballern kann, wie man will und auch Kameraden treffen kann anscheinend. Dann will ich das jetzt nicht länger verzögern und ihr seht direkt zum Einstieg und natürlich die Musik aus. So, das könnt ihr alles sehen. Und es lädt eine gewisse Länge. Ich bin schon 5 Dollar wollen die für den Platz, Alter. Nee. Also echt, die verdienen sich schon die Kühe. Dann wollen wir die Grafik ein bisschen runtersetzen. Damit das hier passt. Okay, schon lange nicht mehr gezockt. Dafür bekomme ich. Oh, jetzt gibt es seit neuestem Box. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Dann wollen wir direkt einsteigen in irgendein Level. Also es gibt hier Maps, die kann man sich sofort ansehen. Obwohl, nee, das ist ein Server, das ist ein Server. Dann gehe ich direkt auf die Islands. Mit neuesten Spielern ist es schon gut gewagt. Also schon recht voll. Auch wenn das Spiel gratis ist und trotzdem keiner zocken will, ist es sehr interessant. Oh. Es gibt anscheinend keine neuen Charaktere, nur diese langweiligen. Deswegen bin ich rot. Ich habe die Uzi, ein TT, Schaufel, Blöcke und das war's. Also ich setze mal schon so langsam auf. Jetzt muss man sich nur noch an diese Mausgeschwindigkeit gewöhnen. Hat sich kaum verändert und man kann hier natürlich rein. Ups. Ein lustiges Haus gibt es da dazu. Wollen wir mal gucken, dass wir hier den Sound ein bisschen runter drehen. Das war's. Dann schauen wir uns das hier weiter an. Ich habe eine Uzi und die Zielung ist realistisch geworden. Jetzt wird nicht ein Klick, sondern man muss ihn schon halten, um das Ganze anzuvisieren. Und ein Kill. Nice. Finde ich super gemacht. Ein neues Game und besser entwickelt, als ich es gedacht hätte. Zentrus und ich bin im blauen Anzug und im roten Team. Das ist jetzt etwas irreführend. Aber das Spiel ist nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Also es ist dann doch viel besser als mein letztes Spiel. 3D-Shooter, also für Leute, die etwas aus ärmeren Verhältnissen kommen und natürlich kein Ultra-Gaming-PC haben. Für die lohnt sich das ganze Game. Das ist ein richtig super Game. Hätte ich echt nicht gedacht. Dann gehe ich mal wieder zurück auf
meinen Rechner und schaue mir das auf die Shop-Seite. So, es ist ausgeglichen bewertet, aber das Spiel hat sich jetzt im Laufe der Zeit wieder verbessert. Also wie ihr seht, es ist ein Free-to-Play-Game und so gut kann auch ein Free-to-Play-Game sein. Das Game ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, sage ich euch. Falls ihr Langeweile habt, dann könnt ihr gerne mal reinschauen und es gerne ausprobieren. Der Link zu der Steam-Seite ist auf jeden Fall in der Beschreibung oder ihr könnt auch in der Shop-Suche einfach Blockade 3D reinschreiben und dann findet ihr es auch schon ganz flott. Ja, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen und sonst abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst und wir sehen uns dann beim nächsten Gaming-Test. Bis dann, ciao.